Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einem richtigen Vlog. Heute geht es nach Heide und ja, da ist Jahrmarkt. Ich bin da mit zwei Kollegen, die ebenfalls YouTube betreiben und ja, hier auch schon ein richtiger Montur. Und dann würde ich sagen, geht das ab. Ja, hier nochmal so ein bisschen Wetteraussage, beziehungsweise mal aus dem Fenster gucken, dann kommen wieder Wolken hoch. Hat gestern richtig krass geschneit über Nacht. Jetzt ist schon wieder alles weg. Ja gut. So, Einkauf erledigt. Richtig geiles Wetter heute. Und jetzt geht das auch schon zum Bahnhof. Sag was in Kamera. Hat sich jetzt sowieso nicht geteilt. Ist ein Intercity. Also muss er um 14:24 fahren. Coole Ansprache. Ja, ne? Moin Leute. Also ich gucke jetzt mal Einzelticket. Ah, kacke. So. Hi. Die. Hä? Nee, lohnt sich gar nicht. Lohnt sich nicht. Wohin? Da sind wir hier falsch. Moin Leute. Die Nutella. Kann losgehen. Auf jeden Fall. Moskau. Das ist aber Heide. Ah, das ist Moskau. Ein bisschen viel Fantasie. Er ist im Basketballspielen. Hast du sonst noch Schmerzen? 2-3. Tut sich was? Junge, warte, scheiße. Da ist er ja! Man kann's nicht glauben, du! Das ist er wirklich! Zivilpass komplett, Junge! Erstmal Döner fressen, weil ich hab Hunger. So. Ich glaube, ich kann Dönermann. Heide, Alter! 6 Hinterkopf. Die Profis beraten sich. Während wir auf dem Weg zum Dönerladen sind. Astra, jetzt sind wir mehr an der Bergstadt als auf der Straße. Heide City, Junge. So. Jahrmarkt. Aber erstmal zum Döner, beziehungsweise erstmal zur Bank. Der Mann hat kein Geld. Und der hat sowieso kein Geld, der Mann. Das Fleisch steht auch richtig. Spaß, Spaß. Ja, Leute, wird geil. Wird richtig geil. Wir haben Bock. Bei Hamburger Sommerwetter. Hier, Bankausraum gehen. Achso, wir gehen rein. Oh, schön warm, hier bleibe ich. Weil keine Fans in Italien.
Ja. Und Freiburg verliert auch gegen Juventus. Freiburg? Ja, die spielen doch Europa League, Digga. Ach so, ja, Freiburg ist scheiße, Alter. Ja, aber... Leipzig wird gegen... Mit. So. Okay. Moin. Aber trotzdem, so, ich glaube schon, dass das stimmt. Hier im Dönerladen. Wenn der gehört, gehören sowohl Robert als auch Kimster. Aber nicht Robert alleine. Andere Schocker weiß ich jetzt nicht. Hat Schneider nicht noch irgendwann mal eine Meinung gehabt? Doch, von Schneider gab es mal eine. Das ist aber schon Jahre her. Skalig ist vielleicht hier oben eingeladen. Es gab mal Handhaben. Hab ich das gesagt, Junge? GoPro ist geil. Hast du den Griff mit? Junge. Die ja, Professionalität, Alter. Das musst du halt so festhalten. Ja. Ja. Junge, wir sind geile Ficker. Junge, Professionalität ist hier groß geschrieben bei uns. Gut, dass er den Sound aus hat, Digga. Sonst würde man denken, hier wird ein Atombombe gezündet. Der ist ja der allerechte Just Kermis und Jubil Pascal Let's Plays. Digga, 16 Abonnenten, der Mann. Nein. Oder? Hey, Digga, 243. Okay, Bruder, es tut mir leid. Also, ihr seht es, wir sind kein Döner-Essen. Also, mittlerweile sogar 126 Follower auf Twitch. Dönerbox. Okay, Bruder, ich leck doch schon deine Eier. Und ich bin mittlerweile Preview-Partner von einem Modding-Team bei LS24. Okay. Willst du Werbung für deinen Twitch-Kanal? Ich leck dir doch schon die Eier. Jetzt wird's wieder geil. Oh, danke schön. Ja. Guten Appetit. Ja, danke. Dankeschön. Ja, Jungs. Guten, würde ich sagen, ne? Ich muss jetzt mal logistisch hier arbeiten. Boah, halt die Fresse, du bist nicht bei einer Enkelfirma. Oh, klar, Digga. Junge. Du musst in meine Enkelfirma hinfahren. Junge, Smash, Alter. So. 2 Euro. Gut ernährt. Was? Das war ein Flummi, holen die 2 Euro. Okay, let's go. Wo ist ein Flummi? Ich brauche einen Flummi. So. Nochmal schnell shoppen. Nicht über die Nase. Lecker! Geil, Bock auf Spargelsuppe? Lecker! Spargelsuppe, Alter! So, hier Outfit-Check. Schokolade, Alter! Ja. Der Rowdy hier. Und was macht der hier schon wieder? Hör auf, das Ding zu vergewaltigen. Was macht man denn? Ich mach wieder die Sauerei 1. Film mal hier rein, hier. Die Spargel, bitte. Ist ja schon wieder. Hör doch auf, das Ding hier zu vergewaltigen, Junge. Vergewaltige dich gleich. Junge, hör doch. Guten Tag, der Zoll. Kack, der Zimmel. Heide lebt. Oh. Block, da drüben. Das ist unser Ziel mit dabei. Und die Idioten. Was geht, Digga? Wir waren gerade Döner fressen. Ja, wir waren gerade Döner fressen. Jetzt schieben wir auf dem Parkhaus von Kaufland. Ganz entspannt. Gucken uns den Jahrmarkt an. So, Jungs. Da ist er. Der Jahrmarkt. Da geht's gleich ab. Die haben auch schon richtig Bock, die Jungs. Ja, Mann, Digga. Jungs, das wird's. Vielleicht Kinderkarussell fahren. Ja, Mann, Kinderkarussell. Let's go, Digga. Schön im Cars-Auto. Ach, Digga, scheiße. Junge, Eis, Junge, Schnee. Oh, Schnee, mehr als ein bisschen Asen, ne, Alter. Guck dich das an. Kokain. Überall Kokain. Nein. Kamera, Junge, ich wäre so gern Kameramann im nächsten Leben, ne? Ja, Mann. Pascal, der Fahrschulführer. Was macht er? Er kackt, er kackt! Er kackt! Was tut er so? Bevor wir zum Jammer gehen, gehen wir nochmal zu Kaufland. Jungs. Und der hat
versteckt. Junge, wir tauschen jetzt. Du gibst mir dein Monster, das ich dir gegeben habe, dann kriegst du das hier. Nein. Reines Rapsöl. So halbes? Jürgen hat ihn. Hat irgendjemand eine Tasche mit? Ist jemand so nett? Ah, cool! Nee, ich hab keine mit. Ich nehme nur eine kleine Flasche, okay? Ich bin Ehrenmann. Ich weiß nicht mehr, was ich mir holen will. Ich weiß gar nicht. Ich will vielleicht heute Abend will ich nochmal hierher wegen Wodka. Also jetzt schon Alkohol, ich bin schon vorgegeben. Wir sind hier wieder in unserer gewöhnlichen Umgebung, wo man uns sonst immer findet. Hier gibt es noch Selbstsprache. Ja, ist Kaufland. Die Frage ist, warum? Stroh 12, danke. Warte, der Alkoholiker von uns, der kennt sich hier natürlich aus. Guck mal! Gefunden! Ach Mensch! Ich bin direkt bei mir zu Hause. Da freut er sich wieder, wie ein König. Jim Beam und Woddy. Aus Versehen auf den Leppi. Es gibt keine richtigen Kurz. Haben Sie auch das nötige Kleingeld? Bitte warten Sie auf das Ladenpersonal. Oh, das ist schlecht. Taste-Test, sagst du? Deshalb muss ich den Deckel abreißen, so wie es sich gehört. Herr Jakowski! So Leute, lass uns mal starten hier. Was sagen Sie? Zigaretten gegönnt, Karte gekauft. Alter, jetzt geht das hier Richtung Jahrmarkt. Und das Wetter spielt auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Wie man sehen kann im Hintergrund. Und da ist der Jahrmarkt. Was sagt der? Ich würde sagen, da ist irgendwas undicht. Was sagt der Experte? Zähler läuft. Zähler läuft, das ist die Hauptsache. So, jetzt sind wir auf dem Jahrmarkt. An einer super starken Troika. Heide, 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 Heide. Heide! Heide! So. Ordentlich was los hier da! Passe, gib wieder Geld aus. Wieder ein Geschenk. Das Kirmes in Aktion. Ich glaube, die Karre ist gestorben. Dieser HSV-Fan. Da kann ich erstmal hier schön Autoscooter fahren. Ja. Muss sein. Auf dem Jahrmarkt besuchen muss das sein, du. Aber ich würde fahren und links rein. Ah, Digga, sterbe ich. Ja, Digga, fühl ich mich nicht an. Gerne. So, Jungs, da ist die Karre. Aber auch noch eine kleine Achterbahn. Ja, aber jetzt schon wieder Tickets lösen für die nächste Bahn. Moin. Sind wir hier ganz hinten? Ja, Mann. Junge, jetzt werden wir zu Michael Schumacher, Alter. Ja, mit dem Ferrari hier, du. Ah, hör auf zu drücken. Das tut weh. Meine Eier. Herzlich willkommen im Zombie-Coaster.
Let's go, Digga! Oh, Digga, hau uns mal eine GoPro! Junge, diese Kurbel! Gib meinen Arsch noch nicht! Und nochmal! Let's go, Digga! Geknackt hat, aber wir hatten unseren Spaß, würde ich sagen. Ja, Digga, Poolparty war richtig schlimm. Hat zwar geknackt, aber egal. War richtig geknackt, die Gondel. Ja, Mann. Hat gebockt. So. Ja. Junge, ist das dunkel. Was ist das auf einmal so dunkel geworden? Alter Schwede. So, erstmal haben wir eine Tüte Hamburger Speck geholt. Boah. Ja. So, Alter. Kann ich erstmal Autoscooter fahren hier? Alter. Arschloch!
ist denn? Oh. Kleiner Pisser! Oh. Oh, 50 Cent, Alter. 50 Cent fürs Pissen. Zeig uns mal. Oh, hier ist schön warm. Ah, Digga, ist mal ein dicken Abwürgen jetzt. Du, man, draußen wird es richtig schneien. Es ist jetzt schon wirklich ekelhaft. Ja, Schneeregen oder so, keine Ahnung. Mann, oh Mann. Komm. Einfach ein BMW, Junge. Ich hab 50 Cent bezahlt. Ich glaube, wir müssen raus, ne? Was, ich hab 50 Cent bezahlt? Ich bleib jetzt hier drin. Wenn wir einen Autoscooter, dann können wir uns unterstellen. Ja, okay, let's go. Können wir müssen einen Autoscooter fahren. So. Geht eigentlich. Bro, Digga. Von der Tasche falsch. Irgendwas ist in meiner Tasche falsch. So, ich hätte auf jeden Fall Bock noch auf so einen Crepe, Alter. Ja, Mann, Digga. Irgendwie so einen schönen Crepe holen. Crepe, Crepe, Alter. Ja, Mann, schön mit Schokolade und so, Alter. 10 Euro. Ich krieg's gar nicht. So, ihr habt gerade das wunderschöne Online-Kamera. Ich hab das Online-Kamera. Das ist arschkalt hier. Wir laufen jetzt noch eine Runde. Dann bin ich auch noch da. Ja, würde ich mal so sagen, ne? Noch eine Runde hier? Ja. Ja. Dann mal schauen, ne? Danke auf jeden Fall an den guten Weg. Jo. Aber bei mir wolltest du nicht, ne? Ja, Digga, hier, da hatte ich wenigstens einen Griff, wo ich das wenigstens richtig festhalten konnte. Aber da hättest du die Gefahr bestanden, dass der abbricht. Ah, nichts bricht da ab, deine Mom bricht ab. Geile Frage. So, Digga, dann lass jetzt mal Waffe holen, Alter. Ja, Mann, Digga, Crepe. Oder Crepe, Junge. Oder mal ins Rio Casino müssen wir auch noch mal. Stimmt. Jetzt kommt wieder der Spielsüchtige. Der Spielmann. Was sagst du zu deiner Spielsucht? Ist unbehandelbar. Junge. Das sind die dicken Keulen. Oh. Das war ganz knapp. So, der Pferde gewinnt, sagst du? 38, Digga. Wird wohl nichts, ne? So steck ich mir ein. Also, so. Mal saftigen Crepe geholt. Schmeckt. Schön warm. Der Pferd hofft noch. Schmeckt geil. Richtig geil. Leute, der Körper steht doch hier. Ja, weiße Schokolade, kann man nicht falsch machen. Da der Hintergrund. Bin zufrieden auf jeden Fall. Willst du vielleicht wirklich noch Riesenrad fahren? In der Kälte? Ja. Ja, Mann. Ich war kein Riesenrad. Hier aus Heide. Wenn du einfach noch ein Ich mal Richtung Kaufland. Aber Jahrmarkt war auf jeden Fall für heute erstmal genug. Und dann. Aber die Aussicht hier ist mega geil. Heiliger Coyote da. Oder noch eine legendäre Pommes holen. Also dieses Jahr. War geil. Wiederholungsbedarf. So, dann wollen wir mal gucken, ob man noch. Ja. Was zu saufen holen kann. Was zu saufen. Genau. Ich brauche noch einen kurzen. Denn heute wird noch gefeiert im Club, Alter. Wer hat denn hier Samba getanzt? Junge. Und hier sind die Dortmund-Aufkleber. Herbe Formel, herbe Formel. Keine Schale in der Hand. Aber den Abstieg jeden Tag. Oh. Hallo. Nee, du musst mal eine Runde runter. Das kann angehen. Erstmal brauchen wir einen Newton Korn.
ohne schicke Coca-Cola. Und jetzt brauchen wir nur noch Becher. Alter, wir haben hier schon die perfekte Flasche für die Mische. Natürlich eine Buddel Cola. Und das Allerwichtigste, eine Buddel Korn. Oh, ist das unangenehm. Erstmal auf Personal warten.